Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Humboldt Forum kurz vor Eröffnung. Berliner Hilfe für Flutopfer und Antiterrorzentrum übergeben. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 19. Juli. Am Dienstag, den 20. Juli, wird das Humboldt Forum endlich wieder für Publikum geöffnet. 2013 wurde der Grundstein für den Bau des Forums gelegt. Jahrelang wurde danach über das Gebäude gestritten, immer wieder kam es beim Bau zu Verzögerungen. Vor der Eröffnung am Dienstag wurde zum Pressetag eingeladen. Nach der digitalen Eröffnung im vergangenen Dezember gibt es nun gleich 6 Ausstellungen, die für Publikum öffnen werden. Die Besucherinnen und die Besucher erwarten jetzt erstmal spannende Räume. Das ist natürlich ganz toll, überhaupt erstmal reinzugehen in dieses großartige Foyer zum Beispiel oder auch in den Schlosskeller. Da geht es dann gleich los mit Geschichte des Ortes. Zum Anfassen, große Videopanorama, gibt einen großen Überblick auch über die Geschichte. Was ist hier 800 Jahre lang passiert? Wie haben die das rekonstruiert? Palast der Republik, auch ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Es gibt eine Ausstellung speziell für Kinder, weil wir können alle sitzen, aber warum ist Sitzen in Deutschland am Tisch was anderes als in Indien oder in Mexiko? Das erfährt man da, so eine Mitmach- und Tobe-Ausstellung. Wir hoffen, dass bald hier die Kinder durchs Haus toben. Es geht um Berlin Global, die große Ausstellung des Stadtmuseums, das Humboldt-Labor und natürlich unsere große Ausstellung Mensch, Elefant, Elfenbein, wo es um ein ganz spannendes Dreiecksverhältnis geht. Schrecklich schön ist das Thema, was wir hier behandeln. Die ersten 100 Tage nach der Eröffnung ist der Eintritt zudem bei allen Ausstellungen kostenlos. In Berlin gibt es 132 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Montag hervor. Aus den Daten ergeben sich 755 aktuell aktive Virusfälle in der Stadt. Die 3 Corona-Ampeln stehen alle weiterhin auf grün. Auch die 7-Tage-Inzidenz bleibt stabil. Aktuell liegt der Wert in Berlin bei 13,9. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey fordern kostenpflichtige Corona-Schnelltests für Ungeimpfte. Laut Popp müsse man auch künftig für den Besuch von Veranstaltungen in Innenräumen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will dagegen die kostenlosen Tests weiter beibehalten, bis die Impfquote weiter vorangeschritten ist. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erneut die Unterstützung Berlins zugesagt. Laut Müller bleibe die Lage in den Hochwassergebieten weiter angespannt und unübersichtlich. Jetzt müsse man weiter solidarisch und unbürokratisch unterstützen. Eine erste Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei habe sich am Sonntag auf den Weg nach Rheinland-Pfalz gemacht. Wenn auch Sie die Menschen in der Flutkatastrophe unterstützen wollen, können Sie sich an der Aktion Deutschland hilft beteiligen. Das Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen hat ein Spendenkonto für die Flutopfer eingerichtet. Der erste fertiggestellte Teil des neuen Antiterrorzentrums der Berliner Polizei wurde am Montagvormittag übergeben. In dem Gebäude sollen künftig rund 1200 Kriminalpolizisten sowie die 3500 Mitarbeiter des LKA zusammenarbeiten. Zur Übergabe sprach Innensenator Andreas Geisel von einer erheblichen Verbesserung im Kampf gegen islamistischen Terrorismus und schwerste Kriminalität. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist eine Anhörung zum Brandschutzgutachten des teilbesetzten Hauses in der Rieger Straße 94 geplant. In der letzten Woche war bekannt geworden, dass die Brandschutzbegehung Mängel im Gebäude festgestellt hat. Offen ist nun, wann, wie und von wem die Mängel beseitigt werden sollen. Durch mögliche Bauarbeiten droht dem Haus, das als ein Zentrum der linksradikalen Szene in Berlin gilt, erneut ein Polizeigroßeinsatz. Die Berliner Bildungsverwaltung will 3000 weitere Luftfilter für Schulklassenräume anschaffen. Das teilt Bildungssenatorin Sandra Scheres mit.
Die Geräte sollen demnach im Herbst in den Schulen eintreffen und rund 5 Millionen Euro kosten. Bisher wurden rund 8000 Geräte angeschafft. Ziel sei, dass in jeder zweiten Berliner Schule Filtergeräte zum Schutz gegen das Coronavirus stehen. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Dienstag ziehen einzelne Wolken über den Nachthimmel. Bei frischen 13 Grad bleibt es trocken. Am Dienstag verdecken dann den ganzen Tag über Wolken den Himmel. Die Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad. Auch zur Mitte der Woche bleibt es überwiegend bedeckt bei vergleichsweise milden Temperaturen. Mittwoch erreichen wir 23 Grad, am Donnerstag steigt die Gradzahl leicht an. Trotz der vielen Wolken bleibt es aber die kommenden Tage überwiegend trocken. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.